Und es geht direkt weiter mit Fallout. Wir sind hier gerade am Fighten. Baba, Bitch. Oh, gegen die Brüstung geschossen. Das ist ja wohl bei deiner Hand. Nee, ist ja wohl lächerlich. Einer ist irgendwie auseinandergefallen, aber ich war das bestimmt nicht. Ist das nicht meine Schuld oder so? Munition. Kamera. Oh, schön, schön. Dude, das ist schön. Nee, ich sehe. Aha. Ich komme doch jetzt zu dir. Muss nicht zu mir kommen. Ich erhasche dich jetzt, oder besser. Ich bin da in 3, 2, 1. Unter mir? Wo? Ist der im Wasser oder was? Was verbindet es sich hier so lange oder was? Ja. Er lacht einfach. Wo lachst du denn? Du bist da unten im Wasser, hab ich gesehen! Ist es da nicht voll ungemütlich? Das ist ein Dummbass. Das ist ein Dummbass. Wir tanzt. Ah! Ich ertrink! Ah! Fuck! Ah! Und der andere? Da war doch irgendwo noch einer. Hier ist er. Auch im Wasser. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. So, weg ist er, oder? Ja. Ich weiß nicht, warum die unter Wasser sind. Die scheinen das für eine coole Idee zu halten, aber ich finde das eher nicht so gut. Das sieht einfach nicht. Das sieht nicht gut aus. Schnell raus hier. Ah! So. Ich will nicht, dass der Anzug nass wird, wisst ihr? Wir machen dann gleich die Mission hier mit dem Fleischablegen und Monsterzerfisten. Ich will nur noch geschwind. Ich weiß, ich sag das immer, ich will noch geschwind und dann vergeht eine ganze Folge. Aber ich will nur noch geschwind hier hin und da hinten hin. Ich gehe sogar zuerst da hinten hin, um dann einfach umdrehen zu können und zu dem anderen Ding zu gehen. What do we got? Ha. Wir eine ganze Insel mit den Lurchen. Lurchi. Lurchi. Ist hier schon irgendwas? Ne. Also da ist ein Meyerlurk, direkt close irgendwo. Das ist eine Meyerlurk-Insel, die wohnen hier. Oh. Ha! Ha! Alter, eine Werkzeugkiste. Hey, boy! Ja, das sollten wir öfter mal machen. Oh, ganz viel Klebekram und das hier. Und ballistische, ach, Phaser, ich habe Pflaster gelesen. Oh, eine Aufgabenliste. Lang nicht mehr sowas gefunden. Okay, ihr Deppen, aufgepasst. Das sind die Aufgaben für diesen Monat. Ich habe nur eine Liste, also lasst sie rumgehen. Und nein, ich werde es mir nicht wieder anders überlegen. Also frag nicht wieder, Brawn. Luke, du bist fürs Fischen zuständig. Und für das Ausnehmen und Kochen der Fische. Alles, was mit Fisch zu tun hat, ist dein Job, okay? Rowan, du bist für die Reparaturen zuständig. Irgendwie lösen sich die Bodenplanken immer wieder. Keine Ahnung warum, aber kümmere dich drum. Brawn, du entfernst wieder die Büsche. Wir brauchen freie Sichtlinien. Und ja, du musst auch nachts arbeiten. Shit. Mir egal, was du hörst. Ich hab mal wieder Tagwachdienst. Wir wechseln nachts. Genau wie letzten Monat. Auch du, Brawn. Also heul nicht rum. So ist das. Fällt's nicht. Pech. So erledigen wir die Dinge. Moment. Ist das Ding noch an? Verdammt. Ist das der Knopf? Natürlich nicht. Ich schmeiß das Teil noch ins Meer. Alles klar, das war's. Luke. Hier ist wohl eine ganze Familie gewohnt, die ungern ihre Aufgaben erledigt haben, so wie sich das anhört. Und jetzt hören wir noch das andere Band an, da ging es nämlich auch nochmal um die Family. Und zwar hier. Husky? Hallo? Luke? Ist das Ding an? Ja, Boss. Aufnahme läuft. Okay, gut. Zurück an die Arbeit. Den Rest mache ich allein. Hier spricht Bray Husky. Oberhaupt der Familie Husky und rechtmäßiger Besitzer des Landes, das früher als Haddock Cove bekannt war.
Diese Bänder gehören auch mir. Wir haben genug Holz und Metall aus den Häusern geholt, um einen Außenposten auf dem Wasser zu errichten und uns hier was aufzubauen. Wenn wir das Ding hoch genug machen, werden wir die Biester schon aus großer Distanz sehen. Niemand wird uns mehr überraschen können. Bray Husky, Ende der Aufnahme. Okay. Die haben wohl echt Probleme gehabt mit den Viechern. Scheiße, Luke, wie stellt man das Teil ab? Da sind eine Million Knöpfe dran. Ach, egal. Ich zieh einfach den Stecker. Oh, fuck. Schon wieder eine Todesklaue. Oh, my God. Oh, my God. Da, 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 da. Ja, snack schön da drin. Doppelsa. Ja, jetzt kannst du tatsächlich mit ihm irgendwas aufwischen. So verstrahlt, wie Nance ist. Und jetzt gehen wir ab zurück zu dem Türmchen, nachdem wir da drüben bei dieser Kirche und bei der nächsten... Ach fuck, es ist ja echt unzählig viel zu entdecken hier. Es ist so schön hier. Wir laufen sogar gerade zurück. Okay, nee, wir sind jetzt resolut. Wir gehen zu dem Ding, zu dem Mast und schmeißen dann Fleisch ins Wasser. Hopp, man kann jetzt nicht... Oh shit. Junk Slicker. There's a Junk Slicker. I'ma go. Junk Slicker. Es klingelt. Ich habe jetzt keine Zeit. Heide, nein. Immerhin machen wir damit Fett Damage. Aber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es sind Tick, Trick und Track. Sie sind verschissen. Oh. Ach Gott. Oh Gott, wo habe ich gespeichert? Ich hack mir die verfickten Hände ab. Ah, Leute, eine Sekunde, es klopft. Moment. Luke, du bist fürs Fischen zuständig. Und für das Ausnehmen und Kochen der Fische. Alles, was mit Fisch zu tun hat, ist dein. Okay? Rowan, du bist für die Reparatur zuständig. Irgendwie lösen sich die Boote. Es klingelt, warte kurz. Keine Ahnung, das Video warum, zu strecken, aber. Kümmer dich drum. Die Fallout-Videos muss ich Rowan, ja gar du nicht. Wieder die Büsche. Strecken. Wir brauchen freie Sicht. Ah, nee. Und. Ja, du musst auch nachts arbeiten. Scheiße. Ist mir egal. Ich hab mal wieder Tagwachdienst. Wir wechseln nachts. Genau wie letzten Monat. Auch du, geh Braun. Weg, also heul nicht rum. So ist das. Das fällt's nicht. Echt. So erledigen wir die Dinge hier. Ich hasse mich, Mann. Ich bin doch sonst immer 800 Jahre am Speichern. Luke? Ist das ja, Ding an? Aufnahme läuft. Nein, Todesqualle. Zurück an die Arbeit. Den Rest mache ich allein. Hier spricht Bray Husky. Oberhaupt der Familie Husky und rechtmäßiger Besitzer des Landes, das früher als Head of Cove bekannt war. Diese Bänder gehören auch mir. Wir haben genug Holz und Metall aus den Häusern geholt, um einen Außenposten auf dem Wasser zu errichten. Und uns hier was aufzubauen. Wenn wir das Ding hoch genug machen, werden wir die Biester schon aus großer Distanz sehen. Niemand mehr überraschen kann. Oh. Bray Husky. Ende der Aufnahme. So. Scheiße, Luke, wie stellt man das Teil ab? Da sind eine Million Knöpfe dran. Ach egal, ich zieh einfach. Ich zieh einfach die Stecker. Ich muss kurz die andere Harpunenkanone wegschmeißen. Ich habe eine zu viel dabei. Habe ich die andere noch? Gar nicht. Selbe. Okay, alles klar. Das wäre somit geklärt. Wir haben also jetzt den Scheiß erledigt. Speichern. Hopp, das kann doch echt nicht wahr sein, oder? Ich bin doch wirklich immer am Speichern. Ich speichere doch also mit F5 alle paar Sekunden. Alle 30 Sekunden, alle 60 Sekunden, wie auch immer. Jetzt habe ich es echt zustande gebracht, mal ein paar hundert Jahre nicht zu speichern. Na, Mann, Mann. Wo ist denn das Stück, wo wir eben gefightet haben gegen den... Gegen die Todeskralle oder Todesklaue? Hier, ne? Neben dem Haus. Wo dieser Trecker stand. Lebt ja eigentlich noch jemand von der Familie? Ist hier noch irgendjemand am Start? Ne. Wo kamen die alle her eben? Das war ja echt grob. Hier waren die irgendwo, ne? Ich guck schön rein mit Q. Sieht aber nicht so aus, wenn hier wieder so viele wären. Dann rennen wir jetzt einfach durch. Ich habe jetzt eben meinen Döner gebracht bekommen. Also sobald ich hier durch bin mit der Aufnahme, werde ich schön den Döner naschen.
Schalalalalalalala. Oh, was ist denn? An das Ding erinnere ich mich. An das Ding kann ich mich erinnern. Da war oben einer gesessen, der war so unglaublich stark. Der hat mich immer gepimmelt. So, komm. Jetzt mal richtig speichern direkt. Ich denke, ich mache dann die Aufnahme auch nur 20 Minuten, damit mein Döner jetzt nicht allzu kalt wird. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so früh kommt, der Döner. Dry Splitter Greenheads. Hä? Ist hier keiner? Du Fick? Keiner da? Aber ein Hirschbock, droge Bunde, seid ihr blöd? Das arme Tier. Ich komme da gerade echt nicht hoch, ne? Ha! Warte, ich gehe einfach hier drauf. So. Alter. Der rutscht einfach weg. Von alleine, just out of fin. Komm. Sag mal, kommt man hier einfach nicht... Ah, jetzt. Ah, jo, hier ist keiner. Okay. Wenn ihr meint. Was haben wir hier? Scheinwerfersteuerung. Bla bla bla. Also, ich erinnere mich, dass das Ding ja mit Fallensteller besetzt war. Und da, glaube ich, irgendwo ein Bär war. Wo bin ich jetzt? Haben wir Ach, war das das jetzt? Ist es das jetzt, was wir entdecken wollten? Okay. Wo ist das Fleisch? Hier oben ist dieser Fleischplatz. Da gehen wir jetzt hin. Splitter Main, gut. Immer mal wieder auf Q gedrückt drücken, damit man hier die Übersicht hat. Gut, also wir haben ja vorhin schon Fleisch ergattert in der letzten Folge. Da haben wir irgend so eine Schleiche oder sowas ähnliches gefistet. Das sollte reichen. Komm. Ein bisschen zügig. Plus 10, weil wir eben über so eine Insel mit Fässern gelaufen sind. Ah, Darm. Richtig Darm. So, da sind wir schon. Und Dottie ist auch noch da, ne? Der chillt einfach hier die ganze Zeit. Egal wie lange wir brauchen für die Vorbereitung, er chillt da. Oder sie? War das eine Frau? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich nehme jetzt nochmal ein Red Away. Warte kurz ab. Nehme dann noch so einen Steak. Mache eine volle Pulle Speicherung und dann legen wir los. So. Hier sind wir richtig. Also was kann ich hier anbieten an Fleisch? Innereien, da unten war stand es eben, hier. Oh shit. Wow. Das ist ja wirklich eine böse Bestie. Okay, da ist noch einer. Gut, die gehen alle auf die Kate, ist schon mal nice. Kate zieht richtig hart die Aggro. Hoppala. Ja, aber das ist etwa schon alles. Wirf mehr Fleisch ins Wasser. Dann nehme ich einfach mal ein bisschen Meierlack-Fleisch. Obwohl wir, glaube ich, auch noch so eine Innerei haben, ne? Ja, eine haben wir noch. Und was Wertvolles müssen Sie doch dabei haben. Was ist denn das? Was ist denn das? Wow! Da war noch irgendwas, ist noch hier drüben. Ich versuche erst den Platz zu machen. Damit der uns schon mal nicht mehr in den Rücken fällt. Ach du Kacke. Holy cow, dude! Okay, unsere erste Ladung Jet. Sind wir eigentlich schon wieder abhängig? Nee. Das schreit eigentlich hier nach der Ding, ne? Meint er nicht auch? Das ist nach der. Oh Gott, läuft die Zeit jetzt gerade ab? Ne, der läuft jetzt, glaube ich, gerade ab. Ah, egal. 5 mm. Spitfire, bitch! Lalalalalalalala. Okay, die macht jetzt nicht wirklich viel Damage. Ich lade kurz nach und nehme da wieder einen Jet. Der hat sich noch nicht mal verwandelt, ne, der Kerl. Ach du Scheiße. Oh, Leute, das ist ein fetter Fight. Cool. Ich mache kurz den Meier Lockdown, dass die Alt wieder mitmachen kann. Von dem Großen. In dein Face, mein Freund. In dein Face, mein Freund. Komm schon! Alter, ist das sick. Königin, what the fuck? Oh, da ist sie schon. Versteck dich.
Ein verkrüppelter Gehstock verursacht 50% mehr Körperteilschaden. Okay. Ich denke, das ist das Letzte, was wir machen müssen. Zum Glück sieht sie uns nicht. Jetzt haben wir doch gut gemacht bis jetzt. Ich hau eine dicke Spalte. Geht die gerade zu diesem Bobby? Nee, oder? Wo ist denn Bobby hin? Dottie? Dottie, die fliegt sich um! Dottie! Hier spielt die Musik, Bitch! Oh mein Gott, das macht ja überhaupt keinen Damage. Lass uns mal was anderes ausprobieren. Another Weapon, und zwar nehmen wir jetzt mal die Plasmakeule. Geht schon etwas besser. Oh Gott. Es wäre so viel einfacher, wenn die alle schießen könnte, ne? Hallo. Sehr gut, ich habe hier einen Stein gefunden, um den ich laufen kann. Wir nehmen jetzt mal die Gamma-Patrone und gucken. Patrone, ich sag einfach, aber jetzt nur noch Gamma-Patrone. Bringt rein gar nichts. Für ihn bringt es auch nichts. Gut, dann lassen wir die mal weg. Wie habe ich denn das jetzt eben gemacht? Ich bin eben ausgezoomt. Aus dem Pip-Boy. Ah, mit Rechtsklick. Oder so, ja. Was macht das denn? Oh, shit! Ja. Wo zieh ich denn hin? Warum schieße ich auf seine Klöten? Dottie steht noch da hinten rum. Die Zeit, die ist, ey, das ist sogar eine, die mutieren kann, ne? Ich mutiere gleich. So. Ganz kurz ein bisschen beruhigen. Das mache ich halt erst, diesen Jäger fertig. So, er ist schon mal mutiert. Ich bin sogar tot! Uff! Das gesehen? Hopp. Ah, ich nehme jetzt noch einen Medex. Haben wir Schadenresistenz. Ja, ich krieg immer diesen Schlamm ab, den sie spuckt. Und er spuckt es auch noch. Natürlich doppelt haarig. So, guck mal, ich gebe ihm jetzt den Critical, dass er schon mal weg ist. Ich will nicht auf zwei oder drei Leute aufpassen müssen. Wir haben dann zwar noch diese kleinen Lurche, aber die sind jetzt ja nicht so tragisch. So. Königin, chill du mal da unten rum. Ich lade alles nach. Ah, ich gehe da auch noch voll durch hier. Das bringt rein gar nichts, glaube ich. Ach, wenig bis gar nichts. Die ganzen Babys kommen mir gleich nachgelaufen. Ich esse jetzt halt so ein Fleischscheiß. Ich bin hier bei den Ding-Sachen. Ich versuche halt noch mehr mit der Spitfire drauf zu hauen. Also ich glaube, das ist wirklich Munitionsverschwendung. Da haben wir mehr davon, wenn wir die in den passenden Situationen nutzen, wie wenn wir sie jetzt hier leer schießen. Wir haben noch den Revolver. Ja, naja. Sie ist ja noch nicht amortiert. Wir geben ihr einfach mit Granaten. Bleibt da stehen. Jetzt ist sie mutiert. Gott, diese kleinen Lurche. Sacken so hart. Spuckt sie noch eure Kacke auf mich. Hör auf, um zu spucken. So, jetzt gehen wir den Rest. Jetzt gehen wir den Rest und arbeiten weiter in Zentimeterschritten bei ihrem Live. Wir testen mal ganz kurz, was uns unsere Superwaffe hier bringt. Jetzt nicht ultra viel, aber immerhin Abyss. Können wir die eigentlich krippeln, die Truller? Damit sie uns nicht so schnell verfolgen kann, wenn ich gleich wieder bei ihr bin. Ihr kleinen Pisser, aber pisst euch! Hört doch auf! Nur noch 10 Schuss für die hier. Alles klar. Das ist eindeutig Zeit für eine andere Wumme.
Hört auf! Ah, komm her! So, die 4 Schuss gebe ich ihm noch damit. Schön immer Ding nehmen. Und auch zwischendurch, ihr wisst, mal speichern. Ach ja, was haben wir denn noch? Die Plasmakeule habe ich schon getestet. Die macht schon ganz gut Damage, aber die hat ein zu kleines Magazin. Und wir haben sie fast verbraucht. Aber jetzt ist sie auch gleich down. Marie ist halt mit der Plasmabombe den Rest. So, jetzt ist Ruhe. Was haben wir denn da? Aha. Ich will einfach nur, dass du die Viecher bitte für mich killst, Kate. Okay. So. Und schon haben wir... Ist es hier fertig? Was ist jetzt schon? Kehre zu Teddy Wright zurück. Ah, jo, das war's. Alles klar. Es ging. Der Kampf war jetzt wirklich sehr, sehr, sehr lange. Also verglichen mit anderen Kämpfen. Aber wir sind jetzt gar nicht gestorben, ne? Das haben wir jetzt in einem Zug gemacht. Nice. Gut, Leute, dann gehe ich jetzt mal direkt was naschen. Sorry, dass jetzt etwas kürzer geworden ist, aber wir hatten zwischendurch auch Folgen, die 33 bis 35 Minuten lang gingen. Also ich denke, das ist gar nicht so schlimm. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.